raus ins Grüne, da freuen wir uns alle drauf. Der Frühling ist da, obwohl das Wetter es scheinbar noch nicht so ganz gemerkt hat. Aber es gibt so langsam Hoffnung. Aber wenn man unterwegs ist oder auch zu Hause, ist natürlich ein Thema ganz wichtig. Und wir möchten Sie über dieses Thema in dieser Sendung informieren, nämlich über unsere mobil einsetzbar oder fest installierten Mini-Photovoltaikanlagen bzw. Stromspeicher. Ja. Und heute können wir zum ersten Mal, ich glaube seit 2 Jahren, sagen, alle Geräte, die wir Ihnen in dieser Sendung zeigen, sind lieferbar. Und da sind wir richtig froh drüber. Das heißt aber nicht hier jetzt grenzenlos, da kann ich erwarten, sondern einige sind schon wieder so stark nachgefragt, dass sie bald ausverkauft sein werden. Aber am heutigen Tag können wir sagen, Carsten, und das haben wir schon lange nicht mehr erlebt, alles lieferbar. Sie können aus dem Vollen schöpfen, wenn Sie möchten. Und ich glaube, damit kommen wir also wirklich noch definitiv pünktlich vor den Osterfeiertagen, vor Pfingsten. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir kombinieren mal ein kleines Lieferdatum-Update, was Sie ja gerade schon bekommen haben, mit dem Thema raus ins Grüne. Ostern, Pfingsten sind doch wunderschöne Gelegenheiten, um einfach mal wieder rauszukommen. Der eine mag es gerne mit dem Camping, der nächste hat vielleicht auch schon wieder sein Campingmobil entsprechend am Start. Ralfs Nachbarn sind jetzt auch wieder am kommenden Wochenende für eine ganze Weile unterwegs. Das heißt also, jeder möchte tatsächlich gerne mal so die ersten Frühlingsstrahlen genießen. Nur das dann bitte doch einigermaßen zivilisiert und am besten natürlich mit einer entsprechenden Stromversorgung, die man im Zelt per se nicht hat, aber vielleicht gerade im Campingmobil vielleicht auch nicht unbedingt immer so zur Verfügung hat, wie man das normalerweise möchte. Und ich glaube, so ein Campingurlaub, Diana, ohne mal einen vernünftigen Haartrockner oder mal vielleicht einen Fernseher oder mal eine vernünftige Kochplatte, wo soll man da anfangen und aufhören? Das hat nicht wirklich was mit Urlaub zu tun, oder? Nein. Das ist mehr so ein bisschen Wildnis, Survival, würde man sagen. Jetzt zeigen wir Ihnen heute die unterschiedlichsten Gerätschaften, wie Sie die natürlich einsetzen können, mit unterschiedlichen Leistungsstärken, mit Strom im Überfluss sozusagen. Und das Schöne ist, Sie können diese Stromspeicher, diese Stromreserven natürlich auch immer wieder hochladen. Denn wie Ralf schon richtig sagte, haben wir natürlich in unseren Sets auch immer wieder die passenden Solarpanel mit dazu. Und das ist in der Kombination Solarpanel und entsprechende Energiespeicher eine vollwertige Photovoltaikanlage. In klein vielleicht ein etwas anderes Kaliber, als man das normalerweise auf den Hausdächern, auf den Scheunendächern gewohnt ist. Aber definitiv reden wir hier von einer Photovoltaikanlage. Und deswegen gibt es seitens des Gesetzgebers seit dem 01.01.2023 eine tolle Neuerung für die Anschaffung von Photovoltaikanlagen. Das ist nämlich einmal die Möglichkeit, es so zu bestellen, wie man es in den letzten Jahren gemacht hat. Das heißt mit 19% Mehrwertsteuer. Aber es gibt eben auch die tolle Möglichkeit, mit 0% Mehrwertsteuer zu bestellen. Und das wäre ein solcher Einsatz wie hier. Mit 0% Mehrwertsteuer können Sie nämlich bestellen, wenn Sie Ihre Photovoltaikanlage fest zu Hause an Ihrem Wohnhaus oder auf Ihrem Grundstück an angrenzende Gebäude befestigen. Und das wäre jetzt hier mal ein sehr schönes Beispiel für eine 0% Mehrwertsteuer-Variante. Einfach mal der Einsatz an einem Gartenhäuschen. Das Solarpanel obendrauf, im besten Fall natürlich fest verschraubt. Und da hat Ralf das Thema Wetter schon angesprochen. Es war ganz schön stürmisch die letzten paar Tage, oder? Also auch bei uns im Ort hat es geweht. Du möchtest natürlich sicher gehen, dass das Solarpanel an der Stelle verbleibt, wo sie es entsprechend draufgepackt haben. Den Speicher können Sie trotzdem mobil einsetzen. Das heißt also auf Ihrem Grundstück vom Gartenhäuschen, wie wir es gerade gesehen haben, vielleicht auch gerne mal ins Haus, mal als Stromreserve, auch mal für den Fall eines Stromausfalls. Oder vielleicht auch mal mit in die Garage oder den Carport nehmen, wenn Sie da elektrische Geräte betreiben möchten. Oder natürlich auch im Haus beispielsweise. So, jetzt gibt es eben diese beiden Möglichkeiten mit 19% und mit 0% Mehrwertsteuervariante. Und ich finde, das ist für unsere Kunden ein ganz gewaltiger Vorteil seit dem 01.01.2023. Einfach formuliert, und das zeigen wir Ihnen gerne nochmal mit Hilfe einer kleinen grafischen Unterstützung. Mit 19%iger Mehrwertsteuer bestellen Sie, wenn Sie eine solche Anlage mobil einsetzen möchten. Das heißt also für den Campingbereich, im Bootsbereich, im Schrebergarten, ein Riesenthema für unsere Kunden sicherlich auch. Oder vielleicht mal in einem Ferienhäuschen im In- oder im Ausland. Und natürlich bei der gewerblichen Nutzung, wenn Sie es fest zu Hause installieren möchten, am Gebäude oder an Wohnräumen oder eben an den bereits angesprochenen angrenzenden Objekten, dann können Sie es mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Bitte, das ist keine Wahlmöglichkeit, die Sie haben. Sie entscheiden bitte, wie Sie es einsetzen möchten und dementsprechend bestellen Sie bitte hier Ihre Kombination. Eine Kleinigkeit noch zum Thema 0% Mehrwertsteuer.
ihre komplette Photovoltaikanlage zu Hause sollte und darf 30.000 Watt, also 30 kW in der Gesamtleistung nicht überschreiten. Dann wäre vielleicht für Sie die 0% Mehrwertsteuervariante ganz interessant. Sehr schönes Beispiel übrigens, was wir gerade gesehen haben. Ich hatte am Wochenende ein sehr interessantes Gespräch bei mir in der Straße, zwei Häuser weiter. Ich gucke ja hinten so in die Gärten hinein. Vielleicht kennen Sie eine vergleichbare Situation. Da hat ein Nachbar von mir ein Gartenhäuschen gebaut. Die haben also einen klassischen Garten hinten dran und dann nochmal ein Grundstück, wo so ein paar Apfelbäume, glaube ich, stehen. Und er hat eine kleine Gartenhütte da stehen. Von außen hängt eine Schaufel dran, da hängt ein Besen dran, da hängt ein Spaten dran und so weiter. Und ich glaube noch so ein Ding, um die Äpfel da runter zu holen. Aber das würde uns jetzt ein bisschen weit führen. Und er fragte mich, wenn er das gesehen hat, dass wir so etwas anbieten, ob das eventuell auch für ihn interessant wäre, weil er sich auch eine kleine Werkbank reingebaut hat in dieses Gartenhäuschen. Zum einen, welche Variante da für ihn in Frage kommt, wären das dann die 19% oder die 0% Mehrwertsteuer, und zum anderen fragt er mich, welches Gerät denn für ihn sinnvoll wäre. Die Frage konnte ich ihm nur da beantworten, als er mir sagte, du, wir haben da den großen Rasenmäher drinstehen, da habe ich keine Lust, jedes Mal vom Wohnzimmer aus die große Verlängerungsschnur in den hinteren Teil des Gartens zu legen. Sagt dann, Vertikutierer haben wir auch noch da, das ist mir auch schon mal aufgefallen, immer zum Frühjahr und zum Herbst vertikutierte, also einmal um die Apfelbäume drumherum, den Rasen, sehr gepflegt übrigens. Aber er sagte, das ist immer mit einem großen Aufwand verbunden und er möchte dann doch ganz gerne die Stromzufuhr für solche Geräte direkt vom Gartenhäuschen, was direkt auf der Kante quasi von diesem Grundstück steht, doch einfach gewährleisten. Und da bietet sich so etwas natürlich an. Bei diesem fantastischen Gerät mit bis zu 1000 Watt Leistung, und Sie haben natürlich nicht nur die beiden 230 Volt Steckdosen für alles das, was mit klassischem 230 Volt Strom betrieben wird. Natürlich können Sie auch USB-Geräte und dergleichen direkt am Gerät laden, sogar mit Schnellladefunktion. Und das Schöne ist, Sie haben hier einen Speicher, der tagsüber über das Solarpanel die Energie einsammelt und Ihnen dann eben auch abends oder auch in der Nacht zur Verfügung steht, wenn Sie denn möchten. Also alles in allem eine sehr interessante Variante. Ja, und hier sehen wir die beiden Mehrwertsteuervarianten, 19% oder 0%, je nachdem, welche Anwendung. Nochmal grob, mobiler Einsatz 19%, dann ist die Bestellnummer ZX3078 und die 569. Aber du hast gerade gesagt, dieser Festeinbau, Gartenhaus, ist ein angrenzendes Gebiet, da würde die 0% Mehrwertsteuervariante gelten, und das ist die MW1025 und die 569 als Bestellnummer. Jetzt haben wir kommen wir mit einer größeren Anlage noch mit Zusatzfunktionen. Aber hier ist ganz wichtig, wir haben die letzten Stückzahlen eines Sonderkontingents. Das heißt, Sie sparen hier zusätzlich zum TV-Sonderpreis nochmal richtig Geld, wenn Sie schnell genug sind. Und auch das natürlich wieder sehr moderne Akkutechnologie und vor allem auch eine kleine Notstromfunktion, die ich für unter Umständen sehr wichtig halte. Und da sind wir also auch schon wieder im Bereich für den festen Einbau zu Hause. Denn manch einer hat vielleicht dann doch elektronische Gerätschaften zu Hause, die also permanent mit Strom versorgt werden wollen oder mit Strom versorgt werden sollen, sei es mal ein Kühlschrank oder sei es mal ein anderes elektronisches Gerät, wo du einfach eine permanente und weitestgehend unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleisten möchtest. Und da komme ich neben diesem fantastischen Preis direkt mal auf die Sonderfunktion dieses Gerätes zu sprechen. Denn er hat eine Notstromfunktion. Das heißt, ein Gerät, ein elektronisches Gerät, nehmen wir mal einen Kühlschrank, das jetzt nochmal als Beispiel, was Sie hier an dieses Gerät angeschlossen haben, die beiden 230 Volt Steckdosen haben Sie im hinteren Teil, können Sie jetzt ganz einfach permanent mit dem Strom aus der Steckdose verbinden. Sollte aber mal der Fall eintreten, und es ist häufiger so, als man sich das vorstellen möchte, dass in Deutschland mal ein Stromausfall entsteht, würde mit einer Verzögerungszeit von 10 Millisekunden, das ist einmal Schnipsen mit dem Finger oder ein Wimpernschlag, kann man fast sagen, dann hier dieser Notstromspeicher quasi eine nahezu unterbrechungsfreie Energieversorgung des entsprechenden Gerätes, was Sie angeschlossen haben, gewährleisten. Das heißt, sollte der Strom ausfallen, wird es wahrscheinlich das elektronische Gerät, und wir haben es hier bei uns im Studio schon mal mit einem Fernseher getestet und auch mit einer Schlagbohrmaschine übrigens auch, die hat noch nicht mal gemuckt und die sind sensibel, würde also hier entsprechend die Notstromversorgung mit einer Verzögerungszeit von zack einspringen und die weitere Stromversorgung dann gewährleisten, in diesem fantastischen Fall sogar mit bis zu 1280 Wattstunden und mit einer Stromversorgung mit bis zu 1200 Watt, also noch ein bisschen mehr Leistung als das Gerät, was wir eben schon kennengelernt haben. Aber alles in allem haben wir natürlich auch hier, weil du es angesprochen hast, eine Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie, das heißt mit das modernste, was man im Bereich der Akkutechnologie für Geld kaufen kann, das ist hier verbaut, gewährleistet Ihnen zu Hause natürlich oder eben auch mobil, beides wäre ja denkbar,
eine Versorgung mit reinem 230 Volt Strom, das heißt keine Stromschwankungen, wie man es mitunter schon mal von Dieselgeneratoren oder etwas Ähnlichem kennt. Hier also wirklich eine Qualität an Strom, wie man sie haben möchte, gerade für empfindliche elektronische Gerätschaften. Und Sie möchten sicher gehen, dass Ihr Fernseher, Ihre Kochplatte, um da mal wieder zum Camping zu kommen, aber auch Ihr Rasenmäher, Ihr Vertikutierer bei Ihnen auf dem Grundstück natürlich mit sauberem und vor allen Dingen mit zuverlässigem Strom versorgt wird. Und das Schöne ist, Sie haben natürlich hier bereits im Lieferumfang enthalten auch wieder das 240 Watt Solarpanel, was eben tagsüber, sobald morgens die Sonne aufgeht, Ihr Gerät immer wieder mit zuverlässigem Strom versorgen kann, sei es bei Ihnen auf dem Grundstück oder gerne auch mal für den mobilen Einsatz. Sie sehen hier also auch aufgrund der Notstromsituation also nochmal ein ganz besonderes Highlight, ansonsten noch etwas mehr Leistung als beim Modell Nummer 1 und das heute zum absoluten TV-Sonderpreis. Ja, über den sprechen wir jetzt nochmal, nur noch solange der Vorrat reicht. Wir schauen mal kurz auf Pearl.de, was der reguläre Preis ist. Da sind wir bei knapp 1580 Euro. Und jetzt sehen Sie es eingeblendet für Sie heute. Und das ist exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer 1299,90 Euro in der 0% Mehrwertsteuervariante. Auch hier gelten wieder beide Anwendungsmöglichkeiten, weil es eine Mini-Photovoltaikanlage ist. Nochmal mobil, 19%, Festeinbau, das ist ganz grob gesagt 0%. Aber ich finde das schön, das ist ja wirklich eine, kann man schon sagen, eine Stromversicherung, Carsten. Und genau so ist es, genau so ist es. Ich finde es bei dem Gerät übrigens auch fantastisch, da sehen wir es gerade nochmal mit der Notstromfunktion. Also ein elektronisches Gerät, in unserem Beispiel mal ein Kühlschrank, wird ganz einfach quasi über das Gerät selber mit dem Strom aus der Steckdose verbunden. Sie sehen, der Strom aus der Steckdose geht in den entsprechenden Energiespeicher rein, sorgt natürlich auch für die Aufladung, die hier recht schnell passiert und wird quasi durchgeschleift bis zu dem Moment, wo ein Stromausfall bei Ihnen zu Hause entsteht. Und dann würde hier mit 10 Millisekunden Verzögerung nahezu unterbrechungsfrei das elektronische Gerät dann eben über den Speicher weiterhin mit Energie versorgt. Sehr beliebt bei unseren Kunden und schon sehr, sehr stark nachgefragt. Deswegen bitte da mit dem Bestellen nicht mehr allzu lange zögern. Ja, das Sonderkontingent ist auf den letzten Stückzahlen. Nochmal beide Bestellnummern, Sie sehen es jetzt gerade eingeblendet mit der 19% Variante, die ZX3365 und die 569 mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Die MW1274 und ebenfalls die 569. Jetzt steigen wir uns natürlich auch ein bisschen in der Leistungsfähigkeit. Wer sagt, wenn, dann will ich gleich richtig. Ich brauche nicht 1000 oder 1200 Watt. Wenn, dann will ich auch meine große Kreissäge anschließen. Ja. Die hat 1800 Watt. Dann wären jetzt beim nächsten 2000 Watt eigentlich eine gute Wahl. Richtig. Ja? Ob ich jetzt Diana mit einer Kreissäge locken kann, weiß ich nicht. Aber, Diana, ich glaub, bei aber mit dem Radtrockner. Und darauf wollte ich hinaus. Reden wir nochmal über das Thema Camping. Ich sag mal, das mit 19% Mehrwertsteuer und mit 0% Mehrwertsteuer mit dem mobilen Einsatz und dem festen Einsatz zu Hause haben wir, glaube ich, eingehend geklärt. Reden wir ruhig nochmal vom Bereich Camping. Wir sind ja nur raus ins Grüne und Sie haben mit Sicherheit auch schon bei sich zu Hause so den ein oder anderen sonnigen Tag erlebt. Im Moment ist so ein bisschen Aprilwetter. Ich fürchte, da müssen wir noch durch, aber das nächste Frühjahr, beziehungsweise hier der Sommer, der rückt schon mit riesengroßen 7-Meilen-Schritten auf uns zu. Wie sieht es über Ostern aus? Hast du was vor? Bist du unterwegs oder bist du zu Hause? Ich bin unterwegs. Ich besuche meine Familie. Ja. Camping und so weiter ist ein Thema für dich? Ja, natürlich. Also ich liebe das, aber natürlich, wenn das ist schon ein bisschen mehr komfortabel für mich. Ja, das ist diese einfach ohne alles, nur auf dem Boden schlafen und kein Wasser, gar nichts. Das ist nicht für mich. Aber wenn das vielleicht etwas mit Wasser, mit Kühlschrank, mit zum Beispiel Kleinheizung. So, das Abenteuer, ist schon was Abenteuer für mich. Abenteuer mit Komfort gebracht. Ja. So ein Survival im Luxuscamping, ja, oder? Das stimmt. Mit vollem Kühlschrank und mit der entsprechenden musikalischen Untermalung. Aber ist es nicht großartig, dass wir jetzt hier quasi einen Stromspeicher Handy haben? Handy auch bitte. Handy bitte, logischerweise. Ja, natürlich ausgiebig, also nur für Musik und für Navigation und dergleichen, für nichts anderes. Aber ganz ehrlich, es ist doch fantastisch, dass man jetzt hier ganz einfach mal eine Steckdose hat, die ein elektronisches Gerät mit bis zu 2000 Watt mit Strom versorgen kann. Und ich spreche Diana bewusst mal an, weil natürlich in so einer Situation wie hier, sonst von mir aus nach dem Baden im Badesee oder von mir aus nach einem Sprung mal in einen Bach oder sowas, das Haare trocknen wahrscheinlich eine blanke Katastrophe wäre.
Tag lang würde ich es dir zutrauen, ab dem zweiten Tag würde ich deine Laune nicht mehr ertragen wollen. Das stimmt. Oder auch zum Beispiel kochen, ne? Dass du kannst was Warmes essen. Ich bin froh, dass du es erwähnst, ja. Mhm. Ja. Grillen ist eine feine Angelegenheit, da bin ich ganz Mann. Ja, mal so ein Grillkotelett oder sowas mal auf einen Holzkohlegrill, großartig. Aber natürlich möchte man vielleicht ganz einfach mal eine, weiß ich nicht, eine Portion Reis kochen oder mal ein paar Nudeln oder was oder mal eine Flasche für die Kinder mal warm machen oder sowas oder ganz einfach auch mal eine vernünftige Pfanne auf eine vernünftige Herdplatte stellen. Auch so etwas könnten Sie ohne weiteres mit so einem perfekten Stromspeicher quasi mit Strom versorgen. Was haben unsere Doppelkochplatten? Die gehen, glaube ich, bis 2000 Watt. Die könnten ohne weiteres damit versorgt werden. Da kannst du also auch mal einen Topf mit Wasser aufsetzen. Mal einen Milchreis kochen oder von mir aus, wie gesagt, mal ein paar Kartoffeln aufsetzen oder sonst irgendwas. Auch das natürlich ein Luxus und ein Komfort, den unsere Kunden eben nicht nur zu Hause für den Falle eines Stromausfalls ganz gerne mal parat haben, dass man sich da mal versorgen kann, auch wenn der Stromausfall mal ein bisschen länger dauert, speziell natürlich im Camping, im Outdoor-Bereich. Und ich weiß, dass es viele jetzt dann eben doch wieder sehr bald nach draußen ziehen wird, dass man diesen Luxus dann eben auch unterwegs genießen kann. Das Schöne ist, Sie haben hier mit dieser Kombination etwas, was viele Photovoltaikbesitzer zu Hause nicht haben. Wir hatten vor kurzem in der Besprechung das Thema mit dem Stromspeicher. Sie haben hier zum einen eine permanente Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte bis zu 2000 Watt und mit über 1400 Wattstunden. Das ist also schon mal Spitzenklasse, aber Sie haben eben gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, das Ganze über Tag immer wieder aufzuladen. Und damit wir uns richtig verstehen, Sie können diesen Strom jederzeit nutzen und zeitgleich natürlich auch über das Solarpanel aufladen. Das heißt, Strom zuführen und gleichzeitig Strom entnehmen ist hier mit unseren Geräten ohne weiteres möglich. Was bei vielen anderen Gerätschaften so nicht funktioniert, ist hier eine Selbstverständlichkeit. Und damit steht dir eben auch mal hier so eine vernünftige Stromversorgung in den Abendstunden, sogar mal in den Nachtstunden zur Verfügung. Gerade an so einem schönen Tag oder sowas, wenn du jetzt hier mal ins Frühjahr reindenkst, dann sitzt du vielleicht abends dann auch nochmal bei 24, 25 Grad, was länger draußen. Wir haben extra die Beleuchtung vom Zelt angemacht, solche Geschichten kannst du natürlich mit so einem tollen Speicher jederzeit nutzen. Oder eben auch dann eben, das wäre die 0% Mehrwertsteuervariante mal für den Einsatz zu Hause. Fest montiert das Solarpanel, den Stromspeicher können Sie gerne auf Ihrem Grundstück bewegen, in den Garten oder mal in die Werkbank, um da Ihre elektronischen Geräte quasi mit selbstproduziertem Strom zu versorgen. Auch das für viele ein Thema. Ja, für viele ist es das Gartenhaus. Ein guter Freund von mir hat das genutzt, um die Garage endlich mit Strom zu versorgen, und zwar autark. Ja, je nach Einsatz gilt für Sie wieder die 0% oder die 19% Mehrwertsteuervariante. Dementsprechend bitte natürlich auch bestellen. So, jetzt legen wir noch eine Schippe drauf in der Kapazität, aber auch in der Leistungsfähigkeit. Ich bin froh, dass wir diese Auswahl anbieten. Ja? Manch einer sagt, du, ich habe da so ein paar Kleingeräte und so weiter. Ich habe da mal eine Bohrmaschine, die ich mal beim Renovieren oder was benutzen möchte. Wie dann anderer sagt, ich habe dann einen Vertikutierer oder einen Kantentrimmer oder sowas oder eine Heckenschere für die Hecke im hinteren Teil. Die muss ich zweimal im Jahr runterstutzen und habe keine Lust, da mal eine Verlängerungsschnur zu legen oder was. Da reicht sicherlich auch mal ein etwas kleineres Gerät, von mir aus bis 1000 Watt Leistung. Aber viele sagen sich, auch wenn ich mir schon so etwas anschaffe, dann möchte ich auch ganz gerne quasi den Kopf frei haben. Dann möchte ich mir keine Gedanken darüber machen, ob ich jetzt noch ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Gerät anschließen kann. Ich möchte einfach Power satt. Und genau diese satte Power, die haben Sie jetzt hier mit diesem fantastischen Gerät. Ein paar Zahlen für Sie. Sie können hier bis zu 2200 Watt an Leistung entnehmen und das mit über 2200 Wattstunden. Das ist noch mal mehr als die Hälfte obendrauf zu dem, was wir gerade eingangs gesehen haben. Das ist also wirklich unser absoluter Stromhammer. Er hat noch einen absoluten Primus, aber da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Der aber für den mobilen Einsatz natürlich großartig. Reden wir gerne noch mal vom Camping mit 19%iger Mehrwertsteuervariante dann bitte bestellt, weil natürlich diese Gerätschaften auch diesen praktischen Transportgriff haben. Sie sehen hier vorne diese beiden 230 Volt Steckdosen und Sie sehen natürlich noch eine Menge mehr. Insgesamt sind das 11 Anschlüsse an diesem Gerät, die Sie nutzen können. Schwierig zu sehen im oberen Teil den 12 Volt Anschluss, mal für eine Kühlbox zum Beispiel, mal hier für so ein paar Grillwürstchen oder für unsere Vegetarier am Tisch, mal so für ein bisschen Gemüse oder sowas, das legst du auch nicht in die Sonne, das soll noch abends noch schmecken. Natürlich hier für Handy, für E-Book-Reader und also Geschichten, Kopfhörer, Smartwatches, was man eben ganz gerne mal dabei hat, eben auch die ganzen USB-Anschlüsse. Und was ich hier bei diesem Gerät fantastisch finde, hier haben wir einen regelrechten Strommanager im Display mit verbaut. Mitunter hat man ja eine kleine Stromreserve, das ist großartig, wenn man sie hat.
Aber wie lange man die dann tatsächlich zur Verfügung hat, wüsste der ein oder andere natürlich auch ganz gerne. Und genau das können Sie hier ablesen. Sie sehen auf der einen Seite hier von Ihnen aus gesehen, auf der rechten Seite ganz klar, wie viel Strom wird denn eigentlich entnommen, wie viel Watt nehmen denn jetzt eigentlich die Verbraucher, die ich angeschlossen habe, sei es eine Kochplatte, sei es ein Haartrockner oder eben auch mal ein Kantentrimmer oder mal ein Vertikutierer im Gartenbereich. Dann sehen Sie auf der Seite natürlich von Ihnen aus gesehen links, wie viel Strom gerade wieder hinzugefügt wird, entweder über die Steckdose, das wäre der blaue Bereich, oder viel interessanter natürlich in dieser Kombination der gelbe Bereich über das Solarpanel. Und in der Mitte können Sie ganz genau sehen, sogar auf die Minute genau, wie lange steht Ihnen dieser Strom aus diesem Energiespeicher quasi noch zur Verfügung bei gleichbleibender Stromentnahme. Und das ist dann eben auch mal für viele Handwerker interessant, die da mal ein kleines Projekt planen und auch da vielleicht in einem Bereich unterwegs sind, wo nicht unbedingt Strom liegt, wie dein Nachbar beispielsweise, der sagt, ich habe in meiner Garage keinen Strom, da müsste ich mit Verlängerungskabeln und dergleichen arbeiten, also die ist viel zu umständlich. So etwas geht hier wesentlich leichter und da sehen wir es mal sehr schön, da kann man sogar sehen, wie viel Watt entnommen wird und wie lange dieser Speicher noch zur Verfügung steht. Hast also wirklich volle Kontrolle über deinen Strom und bitte auch hier kann man jederzeit das Solarpanel fest draußen installieren. Manch einer befestigt es auch einfach nur an der Hauswand, auch das wäre theoretisch denkbar. Ja. Das Kabel hat 5 Meter Länge bis zum Gerät selber, das bedeutet, du kannst tagsüber also jederzeit Strom entnehmen und gleichzeitig Strom nachfüllen, drücken wir es mal so aus, ja. Aber eben auch in den Abendstunden, wenn der Speicher entsprechend gefüllt ist, haben Sie Ihren Stromspeicher immer noch zur Verfügung für die Entnahme, für Geschichten, wo Sie sagen, ich bin jetzt mal ein bisschen länger unterwegs, ich habe auch mal im Gartenbereich habe ich mal meine verschiedenen Geschichten, habe auch meine Gartenbeleuchtung oder irgendwie sowas, die ich damit betreiben möchte. Also auch in der Dunkelheit lässt sich hier ohne weiteres über den entsprechenden Energiespeicher jedes elektronische Gerät mit entsprechender Energie versorgen. Auch hier Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Sie haben etliche 100 Aufladungen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust, was bei den modernen Handys heutzutage nicht der Fall ist. Das können diese Geräte par excellence und natürlich eine reine Sinuswelle, das heißt konstanten 230 Volt Strom aus der Steckdose, so wie man es zu Hause gewohnt ist. Alles in allem in der Kombination ein richtig dickes Leistungspaket, nicht zu vergessen über unser Solarpanel. Hier mit bis zu 240 Watt kriegst du eine ganze Menge Strom wieder rein. Ja, das ist doch schön, klasse, wenn man selber Strom machen kann. Ja, ja. Mutti, ich sage gerne, die Mutti macht Marmelade und der Papi macht Strom. Ja, das ist hier möglich. Hier sehen wir noch mal ein Beispiel. Das wäre jetzt oberhalb der Garage, schon genau, auf dem Wohnhaus, wäre also Festinstallation der Photovoltaikanlage und damit 0% Mehrwertsteuervariante. Und Sie sehen auch nachher wieder beide Varianten in der Bestellnummer eingeblendet. Aber was ich schön finde, du hast vorhin angesprochen, Lithium-Eisenphosphat-Akkus, erstens mal Langlebigkeit, aber da spielt natürlich Umweltverständnis auch eine Rolle, weniger Schwermetalle in dieser Technologie, also auch umweltverträglicher. Und für mich ist auch noch ein Punkt sehr entscheidend, die Sicherheit dieser Akkutechnologie. Weil man hört ja Horrorgeschichten, aber ich habe noch nie eine Horrorgeschichte von Lithium-Eisenphosphat-Akkus gehört. Nee, also da bin ich froh, dass die Entwicklung solcher Akkutechnologien weitergeht. Und ich glaube, dass wir Ihnen hier wirklich eine Entwicklung zeigen können, die zukunftsträchtig ist und in der Sie viele, viele Jahre Freude dran haben werden. So, und hier sehen wir jetzt beide Bestellungen nochmal mit der 19% Mehrwertsteuervariante, die ZX3216 und die 569 und mit der 0% Mehrwertsteuervariante, die MW1003 und ebenfalls die 569. Immer an die 569 am Ende denken, weil nur damit bekommen Sie unseren fantastischen TV-Sonderpreis, der immer günstiger ist als der Preis für die Online- oder Katalogkunden. So, und seit heute können wir bei unserem nächsten Produkt auch sagen, endlich lieferbar. Aber da ist die Verfügbarkeit auch so ein bisschen trügerisch, weil die Vorbestellliste war riesengroß, war ewig lang. Ja. Das heißt, es wird nicht mehr lange gehen, dann ist diese Lieferung komplett ausverkauft. Meine Vermutung wäre, die nächsten 4-5 Tage bekommen Sie noch, danach müssen Sie wieder warten. Und das wäre nicht das erste Mal. Wir haben 2 Liefertermine schon verstreichen lassen müssen. Im Laufe dieses Monats, die waren schon komplett vergriffen. Jetzt sagt das System wieder lieferbar. Aber auch hier ist schon ein Großteil der jetzt schon in der Pipeline liegenden Lieferung, die jetzt bei uns im Lager ankommt, vorbestellt. Und ich möchte wetten, in 3-4 Tagen müssen wir da wieder einen Ausverkauf vermelden. Deswegen bitte ran an den Speck. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Und Diana, wo ich da unten gerade bei diesem nur wirklich richtig ein Strommonster mit bis zu 3600 Watt, Wahnsinn, die 5 Steckdosen sehe,
denke ich, ein Stück weit schon weiter als über Ostern und Pfingsten hinaus, das einen schönen Geburtstag zu feiern in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Ja, das ist mein Plan. Ja, und wenn du Gäste eingeladen hast. Ich möchte wetten, so alle auf dem Balkon wird ein bisschen knapp. Da spielt auch der Vorbereich bei dir vorm Haus eine Rolle. Wie kriegst du da Strom hin? Also ich glaube, ich habe nur eine Steckdose und das reicht mir nicht. Aber mein Plan, dass ich möchte, dass wir haben ein, sagen das nicht wahr, so Grillplatz, aber das ist natürlich kein Strom, gar nichts. Aber ich will viele Menschen haben, ich will natürlich Musik, Licht, Kühlschränke, ich will alles dabei haben. Ja, und für das, ich brauche wirklich sehr, sehr große Menge Strom. Ja, und ich glaube, 20. das ist richtig für mich. Ne? Endlich 20, das wird auch groß das gefeiert. Stimmt. Du, aber gerade bei der Leistungsstärke kann man natürlich auch einen Durchlaufkühler für die Kühlkaltgetränke und Ähnliches genauso betreiben wie eben große Werkzeuge. Aber Carsten, hier haben wir ja auch wieder eine komplette Photovoltaikanlage. Na klar. Und wir haben auch hier diese Notstromfunktion. Das ist beides mit drin. Also lass uns mit den Solarpanels anfangen. Die sehen wir hier oben links auf dem Dach montiert. In dem Fall sind es zwei Solarpanel. Auch wenn sie dazu gegebenermaßen nebeneinander aufgestellt aussehen wie ein Solarpanel. Glauben Sie mir, es sind zwei mit bis zu 150 Watt Leistung je Solarpanel. Das heißt mit maximal 300 Watt Leistungsaufnahme. Dadurch, dass wir natürlich jetzt hier von einem richtigen Strommonster sprechen mit bis zu 3600 Watt und über 3200 Wattstunden, die Ihnen hier zur Verfügung steht, darf da also ganz gerne ein bisschen mehr Energie fließen, über den Tag verteilt, und das wird definitiv auch der Fall sein. Aber auch die kann man natürlich, wie wir es gerade in unserem Beispiel gesehen haben, ganz einfach an einem Gebäude, an einer Garage, auf einem Carport fest installieren, um hier natürlich mal eine vernünftige Stromfunktion zu haben. Sie sehen alleine hier fünf Steckdosen. Das bedeutet, Sie können also hier bis zu fünf Geräte gleichzeitig anschließen und mit bis zu 3600 Watt mit Strom versorgen. Im Übrigen ist das vergleichbar mit einem Stromkreis bei Ihnen zu Hause. Der Stromkreis, wo bei Ihnen im Sicherungskasten Küche oder Wohnzimmer oder Schlafzimmer draufsteht, der hat vergleichbar viel Strom wie dieses praktische Paket, was wir Ihnen hier anbieten. Aber du hast richtig gesagt, er hat natürlich auch hier wieder diese tolle Funktion der Notstromsicherung. Mhm. Auch hier haben wir einen nahezu verzögerungs- oder unterbrechungsfreien Geräteweiterbetrieb mit 10 Millisekunden Zeitverzögerung. Und wie gesagt, wir haben es getestet mit beiden Geräten. Ein Fernseher, ein moderner Flachbildschirm hat noch nicht mal gemerkt, dass es da einen kleinen, sagen wir mal, Stromaussetzer gegeben hat. Also so eine kurze Verzögerung hat den gar nicht großartig gejuckt. Und normalerweise, ich habe es eben kurz am Rande erwähnt, so eine Schlagbohrmaschine, die wir angeschlossen haben. Du weißt selber, die sind so ein bisschen empfindlich durch ihre Leistung und durch ihre Drehzahl, die da geliefert werden müssen. Insofern haben wir schon gedacht, dass da vielleicht mal so ein kleines Zucken kommt. Noch nicht mal da ist irgendwas aufgefallen. Also Sie können da ein elektronisches Gerät, in dem Fall sogar bis zu fünf Stück, ganz einfach anschließen und hier in diesem Fall auf Nummer sicher gehen. Das heißt, wenn bei Ihnen mal zu Hause der Strom eben nicht so wie gewohnt aus der Steckdose kommt, und das kündigt sich in den seltensten Fällen an, Sie möchten aber trotzdem sicherstellen, dass hier Ihre elektronischen Geräte weiter versorgt werden, dann schließen Sie dieses Gerät ganz einfach zwischen. Solange Strom aus der Steckdose fließt, wird der ganz normale Strom auch berechnet. Der geht also durchs Gerät durch. Sollte aber der Strom nicht mehr kommen, wird das Gerät mit einer Verzögerung von zack, ja, einem Wimpernschlag ganz einfach die weitere Stromversorgung gewährleisten. Kommen wir nochmal auf deine Party zu sprechen. Ich sag mal, da kommt da eine ganze Menge dran. Du wirst eine Musikanlage haben, du hast mit Sicherheit eine Zapfanlage dran, du wirst eine Beleuchtung dran haben. Was haben wir sonst noch? Ist das Thema mit der Nebelmaschine schon aus dem... Ja, kann auch sein, wenn ich habe so viel Strom. Natürlich habe ich nicht gedacht, aber wenn ich weiß, dass es Möglichkeit, das alles haben, natürlich will ich das. Ja. Auch habe viele Gäste, ein will Handy laden, anderen will das machen. Das ist eine interessante Party. Ich glaube auch. Wissen die Nachbarn schon Bescheid oder sind die auch eingeladen? Nein, das mache ich noch. Das machen wir unter uns. Ja. Wir machen auch ab 10 Uhr leiser. Aber gerade in so einem Fall, wenn man vielleicht was Größeres plant, wenn man vielleicht mehr als einfach nur so ein kleines Radio oder so eine kleine Stereoanlage oder was anschließen möchte, Sie kennen diese kleinen kompakten Dinger, die man ganz gerne mal auf den Tisch stellt, um so ein bisschen Hintergrundmusik zu haben. Wenn man da ein bisschen was Größeres plant, braucht man natürlich auch mal die ein oder andere Steckdose mehr. Und genau die haben Sie jetzt hier zur Verfügung. Gleiches wurde natürlich jetzt in diesem Fall nicht nur bei Diana am Grillplatz, sondern auch bei Ihnen zu Hause, von mir aus mal rund um die Garage, vielleicht den Carport als Unterschlupf, wo dann auch die Getränke und das Buffet steht. Ja, und dann
vielleicht dann alle anderen Gerätschaften auch hier und das eben in einem Bereich, wo sie normalerweise keine Stromversorgung zur Verfügung haben. Alles in allem momentan das leistungsstärkste Paket, was wir anbieten dürfen und endlich wieder lieferbar. Endlich lieferbar, und da müssen Sie aber schnell sein, weil die Vorbestellliste war lang. Zum Notstrom nochmal, vielleicht unersetzlich für Leute, die medizinische Geräte haben, auf die sie sich verlassen müssen, weil hier quasi ohne Unterbrechung, egal was außen noch um einen herum passiert, die Stromversorgung gesichert ist. Für unser größtes Modell, was seit heute lieferbar ist, notieren Sie bitte die Bestellnummern für die 19% Mehrwertsteuervariante, die ZX3407, und die 569 und für die 0% Mehrwertsteuervariante die MW1113 und die 569. Das waren unsere 5 Mini-Photovoltaikanlagen von 1000 Watt Leistung bis zu 3600 Watt Leistung. Ich bin mir sicher, die richtige für Sie ist auch dabei.